Hallo Punkt. Hallo Punkt. Wir waren gerade an der Tankstelle. Ich wollte Diesel kaufen, aber es gab keinen Diesel mehr. Und jetzt fahren wir zurück in die Stadt. Ja, hier haben wir ein paar Sicherheitsvorkehrungen aufgebaut. Ja, und ansonsten gibt es hier nichts Neues. Benzin und Diesel ist immer noch rar gesät. Ja, warte doch mal ab, bevor einer fährt. Und ansonsten kann man auch nur warten. Ich kann noch 300 Kilometer fahren mit meiner Tankfüllung. Und das wird hoffentlich noch reichen, bis der nächste Sprit hier ankommt. Sind hier massive Blockaden aufgebaut für feindliche Panzer und Co. Ja, wir fahren jetzt zurück in die Stadt und dann auch nach Hause. Heute sind es 18 Grad. Die Sonne knallt ganz schön. Und ab morgen wird es wieder etwas frischer. Ja. Das kann die Situation auch nicht schöner machen. Heute ist unser Hund gestorben an einem toxischen Schock. Sie war trächtig und wir sind sehr traurig, weil die Welpen wollten wir auch an das Militär und an die Polizei geben. Es wären wahrscheinlich 6 oder 8 Welpen gewesen, belgische Schäferhunde. Und naja, so ist das leider. Wir wissen nicht genau, was es war, ein Virus oder was auch immer. Der erste Welpe kam gestern Morgen um 5 Uhr zur Welt schon, der zweite heute Nacht, das haben wir nicht mitgekriegt. Und die Abstände waren einfach schon zu groß in Bezug auf den Wurf. Das ist sehr schade, aber so ist das nun mal. So, einen schönen Tag wünsche ich euch und bis bald.